Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Kurs24, Ihrem Gesundheitsformat. Heute vor einer Woche hatten wir schon denselben Gast wie heute auch wieder. Ich wiederhole das gerne, weil es für mich eine ganz große Freude ist, Ihnen diese Serie zeigen zu dürfen. Mein Gast, wer kann es anders sein als unser Star, Dr. Rüdiger Dahlke. Ganz herzlich willkommen wieder. Ja, wie gesagt, ich bin mit dir groß geworden. Du hast es zwar nicht gewusst, aber... Ich bin größer geworden. Ich bin größer geworden, genau. Aber deine Bücher habe ich natürlich alle gefressen, muss ich so sagen. Das ist so Seelenfutter und so viel Aha und Verständnis, die man einfach durch deine Bücher immer wieder kriegt. Und eins davon ist das Buch Das Schattenprinzip. Und ich möchte gerne mit dir ein bisschen darüber reden, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Weil es ist ja, wie du selbst sagst, dein wertvollstes Buch. So habe ich mal gehört. Wichtigste, ja. Das Wichtigste, nicht das Wertvollste, das Wichtigste. Gut, was ist der Unterschied? Also wertvoll in dem Sinne kann man es auch nennen, weil da kriegst du ein Buch und eine CD für den Preis eines Buches. Okay. Alles klar. Und kostet auch knapp 20 Euro. Ja, okay. Also das Wichtigste einfach deswegen, weil es so ein heikles Thema ist. Und ich beschäftige mich als Arzt natürlich viel mit Krankheit. Schon mit dem Hinblick auf Gesundheit, also haben wir ja schon gesprochen, nicht nur Pathogenese, auch Salutogenese muss dazu. Aber es hängt immer am Schatten. Ja, also wir versuchen ja immer alle das Gute, das Richtige, das Schöne, das Wertvolle zu machen. Aber wir landen so häufig im Gegenpol. Ja, also zum Beispiel Verliebte zeigen das immer so deutlich. Wenn die sich ineinander verlieben, sind sie in diesem begnadeten Zustand der Großhirnvergiftung oder sagen wir mal des befreiten Gehirns, könnte man auch sagen. Ja, also man sieht den anderen dann in seiner Idealgestalt, mit einer rosa Brille. Alles ist wunderbar, was der sagt, denkt, tut und so weiter. Das macht aber diese Wirkung erst vom Serotonin aus, ne, dieses, wenn man so das Herz so aufgeht. Und dann später bleibt es natürlich in so einem Bereich, wo man den verklärt sieht. Des verklärten Gehirns, sagen wir mal. Und dann schwören die sich ewige Liebe, dass sie immer zusammenbleiben. Die trauen sich dann vor den Traualtar, deswegen heißt der wahrscheinlich auch so. Und im Endeffekt sagen sie dann Ja zu Dingen, die sie nicht übersehen können. Wollt ihr in guten und schlechten Zeiten, die wissen nichts von schlechten Zeiten. Und bis der Tod euch scheidet, die denken, wovon redet ihr? Wir sind unsterblich verliebt natürlich. Sagen sie immer Ja. Und dann endet es doch ganz, ganz häufig, was in heißer Liebe begonnen hat, am Gegenpol im kalten Hass. Ja. So, das machen die nicht absichtlich. Ja, die werden Opfer des Schattenprinzips sozusagen. Das Wichtigste der Schicksalsgesetze, das ist die Basis, die Schicksalsgesetze dieser Philosophie, das Wichtigste ist die Polaritätsgesetz und aus der Polarität, dass alles auch einen Gegenpol hat, folgt das Schattenprinzip. Und deswegen landen wir so häufig im Gegenpol. Jetzt sind die im kalten Hass und sind vom Scheidungsrichter. Ja, und kriegen das kaum auseinander dividiert. Das geht dann so weit, dass sie Kinder als Geisel nehmen und schreckliche Dinge eigentlich oft. Also das erleben wir persönlich. Wir wollen alle heil und gesund sein. Das sagt jede Silvesterumfrage in Deutschland, Österreich, bestimmt auch in der Schweiz. An erster Stelle Gesundheit. Und dann machen sie spätestens ab 2. Januar alles in eine völlig andere Richtung, wo man sagt, na, daraus folgt jetzt einfach keine Gesundheit. Essen verkehrt. Und regenerieren nicht und Mittagsschlaf fällt aus. Und diese guten Vorsätze funktionieren ja bei den allermeisten praktisch nicht, mangels dieser Urprinzipien, Lebensprinzipien, Kenntnis. So, und dann landet man im Schatten. Und das ist überall. Ja, am Heiligen Abend, am 24. wollen wir das Fest der Liebe und des Friedens feiern. Da stellen die sich auch drauf ein. Die Mutter tut den Vater schon einstimmen, sodass das nicht wieder eskaliert. Die stimmt auch die Kinder ein, dass es wirklich eine schöne Bescherung wird. Und dann geht das auch eine Stunde gut und dann haben sie wieder die Bescherung. Dann geht es wieder los. Und wenn man so als junger Arzt unverheiratet, muss man immer Dienst machen bei diesen Zeiten. Ob du in der Chirurgie Dienst hast oder ob du da in der Psychiatrie Dienst hast, du glaubst es nicht, was da alles eskaliert. Am Fest der Liebe und des Friedens. Ich meine, wir haben das einfach zugenäht, wir sind ja keine Kriminalisten und haben nicht nachgefragt. Aber die Erklärungen waren so abenteuerlich zum Teil, dass man einfach gemerkt hat, hoppla, da war jetzt wieder mal die gutbürgerliche Gewalt am Einsatz sozusagen. Mhm. Da ist das Unheilige rausgebrochen. Mhm. Wir sehen das überall in der Politik. Ja, die wollen ja schon das Gute, glaube ich schon. Ja, die Ärzte, da sehe ich es auch, die Ärzte, man studiert nicht 14 Semester Medizin, um zu schaden. Das macht doch niemand. Aber dieser ganze Schatten muss ja gar nicht schlecht sein. Im Gegenteil, ich denke jetzt auch an mir, dass man eigentlich über den Schatten letztendlich das Licht auch besser sieht oder
den Weg, den man eigentlich gehen sollte. Durch Fehler lernt man das Fehlen, das Leben zu erkennen. Und das ist doch gut, oder? Sage ich letztlich natürlich auch. Also so ein Buch wie Schattenprinzip läuft darauf hinaus, im Schatten den Schatz zu erkennen. Ja, also es ist ja so ganz nah bei uns. Wenn man Alchemisten gelesen hat von Coelho, ich meine, da muss er unendlich weit reisen, um das Ganze dann zu Hause zu finden. Mhm. Ja, also der Mythos sagt auch, Apoll hätte den Schlüssel zur Einheit im Herzen der Menschen versteckt, weil sie ihn da am wenigsten suchen werden. So, das liegt ganz nah und das ist schon so. Die Fehler sind eigentlich der Weg, das Fehlende zu integrieren und dann heil zu werden. Oder im Schatten zu verweilen und sich zu suhlen. Da nicht mehr auszubrechen, das ist doch auch eine Negativspirale. Ja, ja. Das kann auch passieren. Es gibt auch Schattentherapeuten, die wirklich genau das machen. Das ist dann eine furchtbare Geschichte. Liegt an der Resonanz des Therapeuten. Wenn der seinen Schatten nicht geklärt hat, dann macht er natürlich mit Vorliebe bei den Patienten zu viel. Mhm. Also Schattentherapie, diese 4 Wochen, die wir immer noch machen, Johanneskirchen, also ich jetzt nicht mehr, seit 10 Jahren ungefähr, aber die längste Zeit habe ich das auch gemacht. Da geht es darum, dass man absteigt. Da braucht man eben so einen Mondzyklus von fast 4 Wochen. Absteigt in den Schatten und dann noch viel Zeit hat, um auch wieder aufzusteigen ins Licht. Also das konkret der Schatten des entsprechenden Menschen, Patienten, den du gerade im Haus hast. Das sind sein eigener persönlicher Schatten, das Problem, das ihn beschäftigt. Meinst du das damit? Ja. Also wir können die Definition von Carl Gustav Jung nehmen. Der sagt es am schönsten, finde ich, am prägnantesten auch. Der sagt, Selbstverwirklichung, also Selbst ist Ich plus Schatten. Um da ein bisschen Fleisch an das Gerüst dran zu kriegen. Ich ist alles, womit ich mich identifiziere. Wenn du was Nettes über mich sagst, wie bei jeder Einleitung, danke übrigens, dann sage ich, ja, sehr fein beobachtet, leg mir das auf die Schulter, so bin ich auch, wie du mich siehst. So, jetzt könnte aber sein, jemand im Publikum findet es überhaupt nicht nett, was ich so sage und schreibt mir ein böses Mail. Dann könnte ich sagen, das ist ihr Problem. Das ist dann mein Schatten. So, und wenn ich dann Selbstverwirklichung erreichen will, muss ich das Positive, mit dem ich mich eh schon identifiziere, das Ich, wieder verbinden mit all dem, was andere an mir schon sehen, aber was ich selbst nicht sehe. Und nur wenn ich das zusammenbringe, kann ich Selbstverwirklichung erwirken. Also bleiben wir bei diesem Beispiel. Jetzt kommt diese Kritik rein zu dir, du liest sie, jetzt kannst du sie abhaken oder dich mit dieser Kritik beschäftigen. Ja. Aber ich meine, da hast du natürlich auch 100 Neider darunter, die einfach dir so ein bisschen ans Bein treten wollen. Also das bringt doch nichts, mit diesen Schatten sich zu beschäftigen. Doch, bringt eine ganze Menge, weil auch die Neider, und ich meine, die haben auch ihr Thema, ja? Und das stimmt auch, wenn ich das so sehe. Aber trotzdem ist natürlich immer was dran. Bis zu den scheinbar dümmsten Geschichten. Mir hat mal ein Mann ein wütendes, langes Mail geschrieben, voller Beschimpfung. Und das endete dann, zu feig zu unterschreiben natürlich, sie dürrer Eso-Arsch, hat er dann unten drunter geschrieben. So, dann denkst du natürlich, also da habe ich jetzt echt nichts mit zu tun. Und trotzdem, wenn ich drüber nachdenke, muss ich sagen, okay, ja, also Arsch, Po, Bobsch, Dürre, ja, es stimmt so inzwischen. Früher, wie ich Skifahren trainiert habe, so Abfahrtslauf und solche Dinge, konnte man da ein Bierglas abstellen auf meinem Gluteus Maximus. Jetzt ist da einfach leere Hose sozusagen durch mangelndes Training. Mhm. Da ist einiges dürr geworden auf dieser Ebene. Und ja, man kann bei allem das immer finden. Gerade dann, wenn man so am liebsten wegschieben würde. Mhm. Der Schatten ist was uns wirklich schwerfällt. Also deswegen habe ich zu diesem Buch Schattenprinzip extra durchgesetzt beim Verlag. Das war nicht einfach, dass diese CD da hinten reinkommt, damit man die Übung parallel gleich machen kann. Mhm. Sonst hat es gar keinen Sinn. Sonst wird man so ein Schattenspezialist, der bei den anderen den Schatten sieht und bei sich übersieht. Mhm. Das ist ja auch schon eine alte Geschichte, die steht schon in der Bibel drin, ne? Dass man dazu neigt, den Splitter im Auge des anderen zu sehen und den Balken im eigenen eben nicht. Genau. Ja. Das ist die Gefahr. Schatten ist per Definition das, mit dem wir uns nicht identifizieren. Was wir nicht glauben wollen, was wir wegschieben wollen. Und das kommt in jedem Krankheitsbild raus, in jedem Problem. Da gehen wir gleich noch was mit rein. Aber heißt das letztendlich eigentlich auch, dass wenn ich... Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ist egal. Gehen wir gleich in die Gesundheit rein. Jede Gesundheit hat mit dem Schatten zu tun. Also man muss sich aktiv mit dem Schatten beschäftigen. Jede Krankheit. Ne? Jede Krankheit hat einen Schatten. Oder nee, eine Krankheit ist sogar ein Schatten. Also die Leute kommen ja zum Arzt zum Beispiel und sagen, Herr Doktor,
Ich finde da keine Lösung für mein Problem. Ich finde da einfach keinen Ausweg aus meiner Symptomatik, aus meinem Krankheitsbild. Da kann man immer sagen, doch, doch, das haben Sie schon gefunden. Ihre Symptomatik ist Ausdruck von der Geschichte, ist nur ein schlechter. Mhm. Sie haben schon in Ihrem Problem die Lösung gefunden, nur keine gute. Wir müssen jetzt schauen, welches Prinzip ist dahinter und das dann auf eine Ebene heben, die erlöster ist, konstruktiver. Also sagen wir, der hat dauernd Entzündung, chronisch. Herde in seinem Körper, immer erhöhte Temperatur, so subfebril. Jetzt müssten wir erkennen, das haben wir schon mal in einer dieser Sendungen angeschaut, da ist das Aggressionsprinzip dahinter, Entzündung, Kampf, Auseinandersetzung. Jetzt müssten wir ihm sagen, okay, Ihnen fehlt dieses Prinzip Aggression im Leben, in Ihrem bewussten Leben. Das sinkt jetzt im Körper und wird als Krieg im Körper deutlich. Sie müssten wieder mehr Auseinandersetzung führen im Bewusstsein. Also, Sie müssen sich aktiv auseinandersetzen. Sie müssen konfliktbereiter werden, die Herausforderung anpacken, Ihr Leben in Angriff nehmen, die heißen Eisen in Ihrem Leben anpacken, ja? Sich stellen, mutig, offensiv, couragiert leben, Zivilcourage einladen, entscheidungsfähig werden, Schwert aus der Scheide und los. Lauter jetzt hast du positive mir, Aspekte. Jetzt hast du mir, glaube ich, meine Frage wieder gestellt, genau in der Zwischenzeit. Ja. Das heißt also, muss noch schnell die Gedanken sammeln. Die berühmte Faust aufs Auge, also wirklich im Leben zu stehen und richtig auf die Nase zu fallen. Mhm. Man lernt ja aus diesen Phasen ja immer schmerzlich, aber man kommt immer eins weiter. Im Idealfall, ja. Im Idealfall, gut. Das heißt also, ich könnte mich, wenn ich mich mit den Anzeichen schon vorher beschäftige, eigentlich es verhindern, dass ich so richtig schön in den Schatten reinfalle. Ist die Idee von einem Buch wie Krankheit als Symbol. Ja, so habe ich das mal geschrieben, dass das als Vorbeugung gedacht ist. Ja, ich schaue mir das an. Nehmen wir mal an, Großvater hat Krebs gehabt, dann die eigene Mutter hat Krebs gehabt, vielleicht dran gestorben, dann kommt Krebsangst ins Leben rein. Und da brauche ich gar keinen BRCA-Test oder solche Geschichten, PSA-Wert erhöht, sondern da kann ich mir schon aus der Familiengeschichte sagen, okay, da gibt es eine Neigung dazu. Und dann hätte ich gedacht, okay, dann kann man sich in Krankheit als Symbol mal durchlesen, was diese Art von Krebs aussagt und bedeutet, welches Thema da angesprochen ist. Und dann könnte ich mich freiwillig dieser Thematik stellen, dann muss das gar nicht erst in den Körper sinken. Das ist die Idee. Ja, oder wenn ich das merke, dass das ein Thema ist in unserer Familie oder auch in meinem Leben, Entzündungen und so weiter, dann kann ich mich dem stellen und einfach mutiger, offensiver leben. Oder waren wir schon mal dran bei dem Thema der 11. Lebensbühne, wenn jemand dauernd Unfälle hat, das sind schon Lösungen für den, nur schlechte Lösungen. Ja, ein Unfall Persönlichkeit, das ist ein Begriff aus der Psychosomatik der Schulmedizin, das ist jemand, das hat mal ein begnadeter Psychosomatiker aus der Analyserichtung auch so gesagt, das sind Leute, die sind in monotonen Arbeitssituationen nicht einsetzbar. Wenn man die dauernd versetzt in der Firma, dann funktioniert das prima, dann haben die keine Unfälle mehr. Wenn man nur die Maschinen besser abschirmt und Warnungen anbringt und Schutzbleche und so weiter, dann haben die zwar da keinen Unfall mehr, aber auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit oder im Urlaub, was ja nicht viel bringt. Wenn ich aber Abwechslung in deren Leben bringe, indem ich sage, Urlaubsvertretung machen, Springerdienste und so, wird plötzlich aus dem schlechtesten Mitarbeiter, der dauernd Fehlzeiten produziert durch seine Unfälle, der Beste. Der macht noch Vorschläge zur Optimierung des Arbeitsablaufs und so weiter. Das heißt, wenn ich erkenne, im Unfall geht es eigentlich darum, dass der sich auf unerlöster Ebene Abwechslung verschafft. Ja, also der langt da rein in die Maschine, dann gibt es Erstversorgung am Unfallort, dann gibt es Klinik, dann gibt es Rehabilitation, da ist er mal raus aus der Mühle. Ja, und dann dauert es wieder eine Zeit lang, bis er wieder Abwechslung braucht, macht er den nächsten Unfall. So kommt es zu diesem einen Unglück, kommt selten allein, Gesetz der Serie. Mhm. So wie ich sagte, ich habe 3 Skiunfälle gebraucht, bis ich mal die Skikarriere sein lassen konnte. Ich hätte es nach dem ersten kapieren können, würde ich heute auch, glaube ich, dann hoffentlich tun. So. Also ich muss einfach freiwillig mehr Abwechslung in mein Leben bringen oder in das Leben dieser Unfallpersönlichkeit. Dann muss die das nicht als Unfall erleben, dann kann die das als kreativ erleben. Ja? Mit seinen Gedanken kann er über die Stränge schlagen, aus der Reihe tanzen, Erfindungen machen, Patente. Das wäre eine erlöste Form. Aus diesem destruktiven Unfallgeschehen ein konstruktives in Gedankenform aus der Reihe tanzen, verrückte Wege gehen. Das ist ganz spannend. Ich habe erst vor ein paar Wochen meiner Frau gesagt,
Magst du dich noch erinnern, dass ich immer gesagt habe, ich beschäftige mich mit allem auf der Welt, aber nie mit Ernährung. Und ich glaube, das ist jetzt ganz deutlich ein Schattenprinzip gewesen, nämlich heute rede ich über Ernährung, mache auch Vorträge darüber, aber ich wollte mich eigentlich gar nie mit diesem Schatten beschäftigen, weil es mir einfach, ich habe es verdrängt, weil mir andere Dinge wichtiger waren. Aber das ist jetzt so ein typischer Schattenprinzip, oder? Schatten ist immer das Verdrängte, das Weggeschobene. Das, was wir nicht machen, der muss nicht nur negativ sein. Ja? Also das Verdrängen muss nicht negativ sein. Verdrängen ist schon negativ, aber das Verdrängte, der Schatten, muss nicht negativ sein. Mhm. Also stell dir mal so einen richtig guten Bürger vor, ja, der ganz brav, sagen wir katholisch, alle 6 Sakramente an Bord hat oder auch evangelisch, immer brav zur Kirche geht am Sonntag und Beichte macht und alle diese Forderungen erfüllt. Auch dem kann es passieren, dass er nach einem, sagen wir mal, langen Leben, der wird 98, kommt er an die Himmelspforte zu Petrus und denkt, er kommt da rein in den Himmel und Petrus sagt, da ist so viel im Schatten geblieben. Da fehlen 785 Freudenfeste. Und da fehlen 3500 Liebesfeste. Und von den großen Orgasmen ganz zu schweigen. Ekstase, fehlt alles. Kleine Ansätze in der Pubertät, dann wieder aufgegeben. Und das geht nicht. Himmel können wir noch nicht machen. Müssen noch mal runter üben. Das kann auch so laufen. Ja? Also wenn wir so einfach versuchen, das Gute zu tun, wie es uns die Kirchen sagen, ist es nicht unbedingt ein Leben, was schattenfrei ist, dann bleiben einfach Ausgelassenheit, überschwängliche Freude, Einheitserfahrung, orgiastische Erlebnisse, Glückserlebnisse können alle im Schatten bleiben. Aber machen wir nochmals ein praktisches Beispiel, dass ich diesen Schattenprinzip besser verstehe und geben wir vielleicht mal Diabetes an oder Krebs an. Klar, wenn jetzt in der Familie noch niemand erkrankt war, wieso soll ich mich damit mit Krebs beschäftigen im Vorfeld? Da habe ich doch, ich sehe den offensichtlichen Schatten. Also Schweizer müsstest du das aus Sicherheitsgründen machen. Ne? Du musst kannst ja auf dem Berg wohnen und trotzdem eine Versicherung gegen Überschwemmungen abschließen. Ne? Ist ja möglich. Es wird sich keine geben. Bestimmt gibt es eine. Also ihr seid ja Weltmeister im Versicherungswesen. Ja. Und habt den höchsten Anteil an Versicherungen. Also ein hohes Sicherheitsbedürfnis, was ja eigentlich auch viele Vorteile hat. Sieht man auch in dem Land. Ne? Es ist sehr sicher, glaube ich, hier. Da brauchst du das Auto nicht unbedingt abschließen. Naja, also das könntest du aus Sicherheitserwägungen machen, dass du sozusagen gar nicht erst in diese Möglichkeit kommst, das Unerlöste, das Destruktive erleben zu müssen, indem du das gleich konstruktiv machst. Also auch wenn du gar keinen Krebs in deiner Familiengeschichte hast, ist schon mal gut. Vom Erbgut her gibt es sozusagen keine Präformierung in diese Richtung. Aber du könntest dich trotzdem fragen, lebe ich mutig und offensiv? Selbstverwirklichung ohne faule Ausreden und seichte Kompromisse, zum Beispiel im Bereich von Kommunikation und Kommunion, das wäre das Hauptkrebsthema, Lungenkrebs, oder im Bereich Materie, also besitze ich meinen Besitz oder bin ich besessen davon, das zweithäufigste Krebs, hatten wir schon besprochen in einer früheren Sendung, Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom, oder lebe ich wirklich Selbstverwirklichung, mutig, offensiv und ohne Ausreden und faule Kompromisse im Bereich Partnerschaft und im Bereich Mutterschaft, das wäre dann Brustkrebs. Ja, diese Ebenen, die sind ja relativ einfach zu durchschauen, das tut auch jede Frau. Ja, auf der Textilebene weiß das jede Frau, dass es da Unterschiede gibt, dass die Brüste zweierlei Bedeutungen haben. Die hat natürlich die Bedeutung stillen des Babys, deswegen Still-BH textilmäßig. Aber die haben auch mit Akquisition zu tun. Das Dekolleté. Akquisition? Ja, also hat ja nicht so viel mit dem Baby zu tun. Ne? Ja, ja. Also erst in zweiter Linie sozusagen. Aha. Erst kommt die Akquisition, der rutschende Träger. Ich meine, für die Industrie wäre es schon möglich, Spaghetti-Träger zu machen, die auch nicht rutschen. Das ist technisch möglich. Muss ein bisschen breiter machen, ein bisschen kürzer, dann geht das. Aber darum geht es ja nicht. Der soll ja rutschen können. Ne? Mit dieser Bewegung rutscht er runter und hat Akquisitionscharakter. So, also die Brust hat natürlich auch diesen Aspekt. Und auf der Textilebene sind es die Dessous. Und nun gibt es praktisch keine Frau, die zum ersten Rendezvous zum Beispiel mit dem Still-BH kommt. Das weiß eine Frau. Und die würde auch nicht jetzt zum Stillen die neuen Dessous von La Perla anziehen. Also da ist Klarheit. Ja, das ist das Thema Krebs. Mutig und offensiv, Selbstverwirklichung ohne Ausreden. Und auf der Ebene Partnerschaft und Mutterschaft. Also links mehr Mutterschaft, rechts mehr Partnerschaft. Das ist eigentlich im Bewusstsein drin. Und dann können wir weitermachen. Jetzt können wir sämtliche Organe nehmen.
da könnte ich mich so verhalten, dass ich all den Organen und den dahinter verborgenen Lebensprinzipien Raum gebe. Das wäre dann, glaube ich, das, was Jesus Christus uns als erfülltes Leben empfiehlt. Ja, dass wir die Fülle der Möglichkeiten leben, die wir haben, sozusagen auf allen 12 Lebensbühnen tanzen. Und nicht im Destruktiven bleiben, sondern im Konstruktiven. Nicht im Unerlösten, sondern im Erlösten. Das wäre die Idealsituation des erfüllten Lebens. Das ist automatisch dann auch ein glückliches Leben, auch ein erfolgreiches, weil du folgst ja den Herausforderungen deines Lebens, nimmst die an, schaust gleich, was ist dahinter, was ist im tiefsten Sinne gemeint. Und dann kannst du das natürlich bei allen möglichen Krankheitsbildern nehmen. Wenn wir das durchspielen für die paar, die wir schon besprochen haben, jetzt eben 11. Lebensbühne, dann kann ich gleich natürlich ein bisschen verrückter leben. Da kann ich voll reingehen in den Karneval, in den Fasching und mich mal richtig ausleben. So, Luzerner Karneval eher. Ne? Und bei der Fasnacht ist das alles ein bisschen versteift, sagen wir mal, im Morgenstreich. So, da, wo du das richtig rausleben kannst, das ist was 10. Lebensbühne, wenn das so mit dem Pfeifen und Trommeln und so und alles so festgefahren ist, würde ich mal sagen. Und habe mir das zweimal angeschaut. Auch natürlich sehr eindrucksvoll, aber so der Münchner Fasching, Schabernack, so ein Ball, ne, wo wirklich dann die alle fast nackt sind. Oder Kölsche Karneval oder Luzern, da kommt dieses Uranische raus, da kannst du verrückt spielen. Und wäre doch wunderbar, stellen wir uns mal vor, die Banker, die Lust haben auf Piraten sein, leben das im Karneval aus, im Fasching. Da können sie so viel Piraten sein, wie sie wollen, Augenklappe drüber und so. Tun die nicht. Die leben ihr Piratenwesen dann 12 Monate im Jahr aus. Und dann sagt die Bevölkerung plötzlich Bankster. Und mit Recht, jetzt ist es ins Unerlöste gerutscht. Es wäre viel besser, das hätte seine Zeit. Wenn er das da voll ausgelebt hätte, muss er das in dieser anderen Zeit, das wirst du ja nicht erleben. Ich bin ganz froh, dass bei meiner Dependance da der Luzerner Kantonalbank, der Herr Wismar, sein Piratendasein nicht an mir auslebt, ehrlich gesagt. Ja, das finde ich doch sehr angenehm, auf den kann ich mich verlassen. Das weiß ich seit Jahrzehnten, ehrlich gesagt. So, das finde ich beruhigend. So, also wir müssten diese Themen leben, wo sie hingehören. Mein Mut, meine Offensivkraft, die kann ich doch leben, zum Beispiel in der Partnerakquisition oder auch dann weiterhin im Bett und so weiter. Aber auch beruflich, da gibt es viele tolle Möglichkeiten. Wenn ich nachts mit den Zähnen knirsche, für Bruxismus sorge, presse, malme und knirsche, dann ist das schade um die Energie. Ne? Die könnte man nachts auch viel schöner, genussvoller, orgiastischer leben oder auch ins Berufsleben einspeisen. Es gibt immer die destruktive und die konstruktive Ebene. Und das Schattenprinzip zeigt uns den Weg aus der destruktiven Ebene, aus dem Schatten zum Schatz in der erlösten Ebene. Wow, danke vielmals. Wir haben es gerade auf den Punkt gebracht und die Sendezeit ist um. Okay. Danke vielmals. Geht schnell beim Schattenprinzip. Ja. Gut, das Buch kriegt man überall, gell? Denke wohl, ja, sicher. Ja, bestimmt, ja. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Schattenprinzip, so heißt das Buch von Rüdiger Dahlke. Ich kann es Ihnen nur ganz, ganz herzlich empfehlen, sich das einfach mal zu lesen und erstmal zu schauen, wo denn die eigenen Schatten sind, um die zu erlösen, ins Licht zu führen oder eben das Problem, das vielleicht ansteht, gar nicht eskalieren zu lassen, sondern es im Keim vorher zu ersticken oder eben zu transformieren in die Stärke hinein. In diesem Sinne machen wir gerne weiter, heute in einer Woche wieder mit dem Herrn Rüdiger, Dr. Rüdiger Dahlke. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.